Willkommen zurück bei Let's Play Don't Starve. Und ich glaube, wir erfrieren gerade, weil wir sind auch ziemlich bleich. Scheiß die Wand an, Moment mal. Hier ein bisschen Charcoal reinhauen. Das wird mich dann hoffentlich wieder wärmen. Kann ich mich jetzt gar nicht hier wegbewegen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach immer schön schlafen gehen. Night is coming, I need a fire. So, ich würde aber trotzdem gerne mal eben die Falle hier leeren. Und ich würde sagen, wir schlafen dann einfach das erste Mal in unserem Zelt. Geht sogar. Ich habe gar nicht so viel Hunger bekommen dadurch. 70 haben wir noch und wir haben ja noch einiges an Meatballs. Also ich denke, wir werden den Winter hier eigentlich überstehen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich aus den Fledermaus-Dingern... Nee, die vergammeln doch aber. Die haben doch hier eine Haltbarkeit, oder sehe ich das falsch? Die habe ich übrigens bekommen, weil ich eine Fledermaus getötet habe. Wer hätte es gedacht, oder? Jetzt ist ihr schon wieder kalt. Ja, komm, dann macht ihr hier ein Feuer. Ja, das hilft. Okay, man sieht nämlich am Rand auch so eine kleine Eisschicht dann. Das ist ja echt krass. Also für den Winter bin ich entweder mega schlecht vorbereitet. Oder aber ich habe einfach keine Ahnung, wie man den überstehen soll. Weil irgendwie stelle ich mich ein bisschen doof an, oder? Ich kann ja gar nicht von meiner Hütte weggehen. Ach, mein Schweinchen ist jetzt leider auch weggegangen. Das heißt, ich bin jetzt hier erstmal wieder alleine. So, ein paar Loks haben wir hier noch. Ich würde mir gerne nämlich noch eine weitere Truhe herstellen, Leute. Machen wir doch einfach mal, oder? So, refine. 3 Boards müssen wir uns herstellen. Und ich glaube, wir brauchen bald echt mal wieder ein paar neue Loks. So wie es aussieht. Hier habe ich noch einen Hasen. So, der wird wieder abgeschlachtet. Und dann können wir hier uns auch wieder was Schönes zu futtern herstellen. Ich würde mal gerne schauen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da so ein Teil noch mit rein tue. Vielleicht gibt das ja auch die Meatballs. Dann könnte ich mir so immerhin ein paar Ressourcen sparen. So, ich würde jetzt gerne die Teile hier nochmal abbauen schnell, dass ich ein paar neue Loks dazu bekomme. Oh Gott, ich dachte gerade, das wird jetzt schon wieder so ein krankes Mistviech. Aber ich habe ja diesen Froststab. Ich denke mal damit... Oh, die toten Bäume, die bringen gar nichts mehr. Das ist ja blöd. Dann werde ich den erstmal nicht fällen. Ich werde dann den hier fällen. Weil das bringt mir nichts, wenn da nur ein Lock droppt. Da habe ich nichts von. So, oh, jetzt wird's wieder... Jetzt wird's hier wieder kalt. Das gibt's doch nicht. Das ist ja echt heftig, dass man sich hier so warm halten muss. Und ich meine, so viel Kohle habe ich jetzt auch nicht mehr. Mal schauen. Ah, nee, da unten. Alles klar. Also Meatballs gibt's wirklich nur, wenn man komplett Gemüse in die Pfanne kloppt. Ich könnte mal eben... Nee, brauche ich noch nicht essen, die Meatballs. Und wir haben noch einen weiteren Hasen gefangen. Okay, sehr schön. Ich werde hier gleich noch ein paar neue Bäume pflanzen, Leute. Keine Sorge. Und ich beobachte mal, ob ich die Dinger dann auch irgendwie abgebaut bekomme. Ob ich die wieder aufgeforstet bekomme hier. Weil das nervt mich so schon ein bisschen, muss ich sagen. Ah ja, doch. Okay, die werden wieder zum normalen Baum mit der Zeit. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, packen wir hier jetzt noch mal ein paar neue Bäume hin. Ich mache die mal so ein bisschen auseinander. Vielleicht ist das nicht so gut für die, wenn die so eng aneinander stehen. Und, oh Mann, es wird schon wieder kalt. Gibt's doch nicht. Wie weit soll ich dann... Wie nah muss ich dann an dem Feuer bleiben, ey? Ich würde schnell nochmal gerne die Falle hier checken. Und natürlich hauen wir die hier gleich wieder direkt hin. Ich werde nochmal was essen, bevor ich mich hinlege. Das hier sollte ich auch nochmal rausnehmen. Den Hasen bringen wir mal eben schnell um. Und dann... Zack, hau ich hier wieder ein bisschen Gemüse rein. So, jetzt geht mir aber langsam das Gemüse schon aus. Gott, ich bin echt gespannt. Ich werde mich wieder hinlegen. Immer schön schlafen. Ich will möglichst wenig Zeit jetzt hier verbringen, weil ich das Gefühl habe... Oh nein, diese Viecher kommen. Ich höre die Hunde, Leute. Also sollten wir aufpassen. Ich habe den Icy Staff schon mal ausgerüstet. Ich habe den selbst noch nie benutzt, muss ich ja mal dazu sagen. Hunger ist gerade ziemlich gut noch. Und ach mein Gott, jetzt wird das hier schon wieder so kalt.
Boah, das ist doch nicht normal. Structures, da würde ich mir gerne nochmal eine Truhe bauen. So. Ah, Mist, da kommt einer. Da kommt er. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, was? Ich dachte, die... Ah, doch, die frieren ein, aber ich muss sie zweimal treffen. Da kommt ja noch einer. So, jetzt schnell den hier nehmen. Oh, what the fuck? Echt? Das bringt ja gar nichts, wenn ich die mit dem Icy-Dingens da mache. Okay, einen habe ich. Gibt immerhin neues Meat. Gibt immerhin neues Meat und... Oh, scheiße, es wird schon wieder kalt. Es wird schon wieder kalt. Oh, fuck. Was soll ich denn jetzt machen? Wen greift der? Greift er meine Truhe an? Lass meine Truhe in Ruhe, du blödes Mistvieh. Ah, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Respawn frei habe. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm. Okay, so. Das ist doch nicht normal. Das gibt es doch nicht. Nein, wir haben natürlich keinen Respawn mehr frei gehabt. Und ich habe einen neuen Charakter freigespielt. Scheiße. Ja. Das war ein harter Winter, würde ich mal sagen. 23 Tage habe ich gerade mal überlebt. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Oh. Und das ist auch ein ziemlich kurzer Part. Ich würde mal gerne zurück zum Hauptmenü gehen. Oh, schreibt mir mal Tipps in die Kommentare, Leute, wie ich den Winter überleben kann. Was sind eure Strategien, um den Winter zu überleben? Ich muss mal schauen, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich habe jetzt mega viel im Voraus aufgenommen. Ich kann euch mal sagen, welcher Tag jetzt heute ist. Heute ist nämlich gerade mal der 18. Ja, der 18.06. Und ich habe wirklich diese ganzen Videos alle an einem Stück aufgenommen. Alle Videos mit Willow an einem Stück. Das ist schon ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber irgendwie war ich so ein bisschen gefesselt. Ich würde mir gerne nochmal den neuen Charakter anschauen. Wen haben wir denn da bekommen? Bereaved? Ich weiß nicht. Abigail? Come back! I'm not done playing with you. Das ist Wendy und sie hat Besucher in der Nacht. Was auch immer das heißen mag. Sie sitzt hier auf dem Grabstein. Vielleicht kommt dann immer dieser Rabe in der Nacht. Ich weiß es nicht. Ja, er soll hier ziemlich overpowered sein, der gute Wolfgang. Wolfgang soll ziemlich überpowered sein, wurde mir gesagt. Der ist recht stark und hat auch, was Hunger und Health angeht, recht gute Vorteile. Ich weiß nicht, ob ich nochmal spielen soll. Oh, da kommen ja noch einige. 1, 2, 3, 4 Leute kommen noch. Wow. Wir müssen mal schauen, ob wir doch nochmal spielen wollen. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr nochmal eine weitere Staffel... Naja, was heißt Staffel? Wollt ihr nochmal einen neuen Versuch sehen hier bei Let's Play Don't Starve? Oder habt ihr schon die Nase voll? Zeigt es mir mit Hilfe eures Daumens. Zeigt es mir mit Hilfe eurer Kommentare. Ich hoffe, dieser Versuch hier hat euch gefallen. Sorry, dass wir schon wieder so früh gestorben sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns in-game, wo auch immer das sein mag. Mach's gut. Ciao.